Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit herzlichst willkommen zurück. Justin, ich freue mich, dass du mir wieder virtuell zugeschaltet bist. Ich bin gespannt, in welche Richtung die heutige Folge geht und was du gleich zu berichten hast. Du hast gerade ein bisschen angekündigt, es geht ein bisschen was ums Laufen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, kann es sein, dass wir heute die 200. Folge haben? Oh, das weiß ich gar nicht. Weiß ich, also ich habe es gerade nochmal versucht nachzugucken. Ich habe immer so einen Ordner, wo ich die Folgen so abspeichere. Und ich benenne die immer so dann halt nach der Zahl. Ja. Aber das kann sein, dass ich da irgendwann mal durcheinander gekommen bin. Das kann auch sein, dass das jetzt irgendwie vielleicht schon 202 ist oder aber auch erst 196. Also in der Range ehrlich, kann alles sein. Das wäre sehr krass, weil, weißt du was? Ich habe eben vor der Folge überlegt, wir haben so lange jetzt schon wieder keine Folge mehr gemacht, wo wir uns vorstellen, sozusagen. Weil es ja durchaus immer sein kann, dass Leute jetzt neu dazukommen, ne? Ist ja logisch. Und dann hört man ja immer in so einen Podcast erstmal rein so, und muss die Leute erstmal kennenlernen. Und ich denke, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wer wir dann sind. So. Und dachte so, ey, ich würde jetzt heute zum Einstieg einfach gleich mal nochmal sagen, Lukas, weißt du was, wir stellen uns nochmal mit ein, zwei Sätzen vor. Und wenn das jetzt zufällig dabei die 200. Folge ist, dann wäre das genauso krass ein Gehirn-Move wie heute Morgen, als wir uns zur gleichen Zeit auf die fast Sekunde genau geschrieben haben, wann wir heute aufnehmen. Weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe, Justin? Ne? Ich glaube, das ist Liebe. Das habe ich mir auch gedacht, bin ich ganz ehrlich zu dir. Wirklich, also es ist wirklich Punkt, also vor allem, es war Punkt 9 Uhr. Ich schreibe dir, ich schicke die Nachricht ab und in dem Moment hast du genau die gleiche Nachricht abgeschickt. Ich das muss mich leider trotzdem enttäuschen, es ist die 199. Ah, dann nur stellen gut, wir uns nächste Woche. Ja, kannst du ja trotzdem vorstellen. Oder uns also, vorstellen. Ja. Also ich bin Lukas, ich bin 30 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Essen. Man mag mir das nicht ansehen, dass ich schon 30 bin. Ich glaube, dass meinen Eltern auch tatsächlich nicht, also sowohl optisch als auch innerlich, bin ich noch 12. Und ich bin noch Medizinstudierender im letzten Studienjahr, ich bin jetzt im praktischen Jahr und an meiner Seite Justin ist ein schon sehr komponenter Arzt. Komponenter? Das zweite war ein Patient. Das ist in der Chirurgie, der war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der war nicht ganz zufrieden mit seiner Behandlung und hat dann gerufen, er möchte gerne meinen Komponentenarzt sprechen. Also ich habe verstanden, ich dachte gerade, du sagst jetzt, er war nicht ganz zufrieden mit seinem IQ. ich glaube, das ist ihm nicht aufgefallen. Ja, wahrscheinlich deshalb, ja. Also die Sache ist, moin Leute, so wie immer, ne? Also ja, Lukas hat mich eigentlich schon kurz vorgestellt. Ich bin Justin, 26 Jahre alt, man wird es mir wahrscheinlich auch nicht anmerken. Ich habe letztens, muss ich mal kurz, bevor wir zu sehr abschweifen, ne, weil ich ja die Approbation beantragen musste, kannst du dir bei der Ärztekammer, wird dir in dem ersten Zug bei der Erstvorstellung auch deinen Arztausweis gemacht. So, dafür brauchst du ein Passfoto. Habe ich ein Passfoto gemacht und mir ist einfach aufgefallen, ich hätte auch einfach dann doch das Passfoto von meinem Lebenslauf nehmen können, den ich in der 10. Klasse erstellt habe. Es sieht einfach eins zu eins gleich aus. Krass. Das ist crazy. Es ist wirklich crazy. Asian Genetics. Ja, es muss ja so sein. Das kann ja gar nicht sein. Also die 15%, die in mir schlummern, ne, die hauen es komplett raus. Ne? Vielleicht ist das aber auch so die Kombination zwischen uns beiden, weil wir werden ja beide für jünger gehalten. Vielleicht halten wir uns einfach jung. Vielleicht. Nun gut, also wir sind beides, ich wollte gerade sagen Medizinstudierende, aber wir waren gemeinsam in der Hölle, kann man so sagen, ja. Wir haben uns 2017, muss das gewesen sein, kennengelernt, haben gemeinsam Medizin studiert. Lukas ist fast fertig. Ich bin seit 23. Dezember fertig und werde demnächst in den nächsten Monaten meine erste Arbeitsstelle antreten. Und bei uns werdet ihr eigentlich alles und nichts erfahren. Viel Quatschi-Quatschi, aber auch Informationen, seien es Neuerungen zum IMPP oder irgendwelchen Studienveränderungen, Einblicke ins Studium, da haben wir euch seit dem dritten Studienjahr ordentlich mitgenommen und selbstverständlich, und das ist wahrscheinlich für viele auch besonders wichtig, haben wir einige Playlists zur Studienbewerbung, falls ihr euch auch antun wollt, Medizin zu studieren. Ja. Da habe ich letztens mit jemandem gesprochen, da ging es so ein bisschen so um die Bewerbung. Ich habe mich nicht, also die Person kannte mich auch nicht, aber ich habe es mich auch nicht getraut, dann unseren Podcast zu bewerben, weil das hätte eigentlich gepasst so, weil also es ist noch vor dem Studium, aber ich habe es mich, weiß ich nicht, also so dann in Real Life zu sagen, ja, dann hör mal in meinen Podcast rein, das war, ja, weiß ich nicht, das war mir irgendwie zu doof. Ein bisschen zu cringe, ne? Wäre für mich auch so. Ja, du hättest mal so auf ganz unangenehmer Basis so in der dritten von dem Podcast sprechen. So, ja, es gibt da so einen coolen Podcast, so, es sind zwei Jungs, die machen das ganz gut. Ja klar, ich check mal aus und was so an, dann hat man einfach einen Klemm und Tupfer. Ja, genau, das hört man mich, ey. Oh Mann.
Ja, heute, Leute, geht es eigentlich so ein bisschen alles und nichts. Wir reden so ein bisschen. Ich habe ein kleines Marathon-Update, was aber auch ganz interessant ist, weil es medizinisch, würde ich sagen, auch ja, angehaucht ist dieses Mal. Mehr oder weniger. Die Portion Kaki darf dabei nicht fehlen. Ist heute auch wieder mit am Start. Ja, gut, Und das. ja? Ja. Ja, ist auch mit dabei. Und Lukas hat mit Sicherheit wieder einen Medifact für euch, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Wir erzählen uns kurz Fakten, können unterschiedlichster Natur sein, wissenschaftlich, aber auch einfach nur crazy aus der Tierwelt, aber eben immer mit dem medizinischen Kontext auf den Menschen bezogen und haben dabei immer ganz viel Spaß. Und ich glaube, du hast bestimmt auch mal wieder was vom PJ zu berichten, oder? Ich könnte auch wieder was vom PJ berichten. Ich habe auch noch andere Dinge, die können aber auch, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Lust wir haben, können wir. Also der Stoff wird uns nicht ausgehen, sagen wir es mal so. Ich habe Ich noch habe, ja. die eine oder andere Zirs-Meldung, habe ich mal rausgesucht. Oh, Lukas. Und ich habe auch noch tatsächlich einen spannenden Einblick in die Alternativmedizin. Ich habe eine Doku gesehen. Und wusstest du, der neue Therapieansatz ist, dass du einfach mit dem Tumor redest, Lukas? Gentle Parenting. Ja, so So, ungefähr, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Du musst einfach einen Tumorvertrag abschließen. Ja. Und du okay. möchtest ja schließlich mit dem Tumor noch leben. Aber dazu später mehr. Also Okay. kurzer Disclaimer an der Stelle, Leute, das ist natürlich alles Schwachsinn, aber wir werden darüber später ein bisschen mehr eingehen, wenn die Zeit ist. Ja. Ja, aber jetzt bin ich wirklich gespannt, was dein Marathon. Also jetzt ohne Scheiß, da bin ich wirklich. Ja. Also für diejenigen, die es dann auch nicht wissen, die neu dabei sind, Justin wird oder hat sich angemeldet für einen Marathon im April. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es, falls das Projekt scheitern sollte, was ich eigentlich nicht, wovon ich nicht überzeugt bin, ich glaube, Justin wird das durchziehen, dann wird es medizinische Gründe haben. Ja. Der mentale Faktor ist bei Justin on fire. Ich Das bin weiß ich. mental strong. Mentally bin ich strong, muss man wirklich so sagen. Also die Sache ist, ich merke es halt jetzt auch, muss ich ganz klar sagen. Das Einzige, was mich limitiert in meinem Training, ist der Körper momentan, ne? Aber nichtsdestotrotz, also ich denke, je nachdem, wann sich mein Körper endlich mal an die Belastung gewöhnt, 4 Stunden werden eng. Ich glaube, das wird nichts. Aber einfach nur, weil ich halt nicht trainieren kann, wie ich will. Aber egal, eins nach dem anderen. Womit fange ich an? Das Medizinische oder Kaki? Was möchtest du? Medizinisch erstmal. Fangen wir erstmal mit ein bisschen Okay, Niveau an. fangen wir erstmal mit ein bisschen Niveau an. Du weißt ja, dass ich gerade jetzt so die Wochen nach dem Staatsexamen, ist ja klar, man ist so ausgelaugt und so, aber auch so beim Laufen, ich war so müde. Ich hatte erzählt, ne, ich habe 9 bis 10 Stunden am Tag geschlafen. Ne? Also, und dann am Tag hätte ich auch wieder pennen gehen können. Und ich weiß nicht, für die, die noch nicht so lange zuhören und mich nicht kennen, ich schlafe wenig und ich muss auch nicht immer so viel schlafen, aber ich schlafe an sich, seitdem ich glaube ich, also seit sehr, sehr langer Zeit, bestimmt seit 10 Jahren, und Lukas weiß das, kennt das von mir, wir haben lange genug zusammen gewohnt. Das ist kein Cap, den ich hier erzähle. Ich schlafe wirklich wenig. Ich bin früh wach, auch wenn ich spät im Bett bin. Es ist einfach so. Kann Ne? ich bestätigen. Bei mir wären die 9 bis 10 Stunden normal, bei dir ist es wirklich 2, 3 Stunden länger als sonst. Ja, das ist schon viel für mich und dann bin ich trotzdem noch saumüde gewesen. Naja. Ich brauchte aber eine ärztliche Untersuchung, auch für das Gesundheitszeugnis dann für meinen zukünftigen Arbeitgeber. Und habe dann in dem Zuge gefragt, yo, ne, bin so ein bisschen müde, ne? Wie wäre es, können wir nicht mal so in Anbetracht dessen, dass ich mich so ein bisschen kaputt fühle und halt auch mich seit doch geraumer Zeit vegetarisch ernähre, nicht mal ein Blutbild machen oder halt generell ein bisschen Blutischmutti abnehmen. Okay. So, dafür gingen natürlich einige IG-Leistungen mit auf meinen Nacken. Genauso gesagt, 60 Flocken. Was hast du da alles noch dazu Ich habe abgenommen bestimmen lassen? bekommen Vitamin D. Wollte ich auch immer mal machen. Ich bin immer zu geizig für. Ich denke immer, Ja. sich, sorry, dass ich unterbreche, aber Nee, ist gut. dass ich auch mal denke, so ein paar Blutparameter hätte ich eigentlich auch mal Bock, die zu bestimmen. Egal. Ich dachte mir einfach so, jetzt einmal so beim Marathon ist vielleicht auch nicht verkehrt, mal zu wissen, wo man so steht. Ne? Vitamin D. Vitamin B12. Ich hätte gerne Holotrans gehabt, aber mein Gott, scheiß drauf. Will da jetzt mal nicht Jones Rules Manie an den Tag bringen. Hab dann noch Folsäure war mit dabei. Und dann noch so ein kleinen Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, was da noch so war. Also, das so die großen Dinge. Kommt raus und da darf man ja nicht sagen, ich nehme ja seit einigen Wochen eigentlich 15.000 Einheiten pro Tag. Pro Tag, ja moin. Pro Woche. Vitamin D, Und ne? Vitamin D, genau. So 15.000, dann in den letzten 2, 3 Wochen vorher so unregelmäßig so zwischen 5 und 15.000, ob ich mal dran gedacht habe oder nicht. Trotzdem hatte ich noch einen ja doch recht ja eindeutigen zumindest Vitamin D-Mangel. Das hatte ich auf jeden Fall schon. Krass. Habe ich jetzt
was heißt erwartet jetzt nicht unbedingt, aber ist jetzt auch nichts, was einen aus den Socken hält in den Wintermonaten und generell. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es doch so, also es war nicht mehr an der Grenze, es war schon deutlich drunter und ich habe ja schon über Wochen was eingenommen. Also das hatte mich etwas verwundert. Wo ich aber auch drunter bin, ist Folsäure. Und zwar auch relativ ordentlich gewesen. Ich kann dir die Werte Krass. jetzt nicht mehr sagen. Und Ja. jetzt snacke ich mir Folsäure jeden Tag. Und jetzt, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es seitdem besser ist oder nicht oder so. Das ist, weiß nicht, ob das jetzt eine Art Placebo dann wäre. Also nicht Placebo, du weißt, was ich meine. Ich glaube nicht, Ja, dass du ja. innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen was mehr. Also ich nehme es jetzt schon seit einer Woche jetzt knapp. Aber ich habe mir dann nochmal so die Folsäure, ja, Mangelerscheinung sozusagen angeguckt. Klar, sind natürlich relativ unspezifisch, würden aber alles in allem, auch inklusive des Durchfalls, sage ich mal, ganz gut passen. Ach krass, Also, nein, Durchfall, weil okay. ich hatte auch Durchfall. Nein, aber das war gar nicht die Kacke, die ich eigentlich meinte. Nein, also ich hatte jetzt nicht krassen Durchfall die ganze Zeit, aber ne, Muskelschmerzen kann halt auch einfach von der Überbelastung kommen. Aber meine Mutter meinte auch von alleine, so, du siehst irgendwie ziemlich blass aus und so. Also, Ja. mir ging es nicht gut und so. Also, ja, nichts Großes, nichts Ganzes, aber einfach mal interessant zu wissen, ich war schon im Mangel, so, oder bin im Mangel, so. Aber du hattest keine Anämie. Das war ja so ein bisschen Nein, ich deine hatte Befürchtung. genau, ich hatte überlegt, bist du vielleicht in einem Eisenmangel, ne? Oder anders, nein. Ich habe einen guten HB, da ist alles tipptopp. Ja, wäre ja die Frage halt für, ne, wenn du dich vegetarisch ernährst, gibt es da Genau, irgendwie, ne? das war meine ursächliche Vermutung, ob ich nicht vielleicht eine Eisenmangelanämie habe, weil ich halt seit Ja. sehr, sehr langer Zeit vegetarisch lebe und tatsächlich auch, außer jetzt Käse oder so, tatsächlich auch, glaube ich, größtenteils. Oh, müsste ich nochmal drüber nachdenken, ob das so stimmt mit der Vegan, mit der, ob das so vegan ist. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr lange kein Fleisch gegessen. Und ja, nun gut, so viel dazu. Und dann wollte ich erzählen, dass mich ein altes Trauma wieder eingeholt hat, Lukas. Ganz Ja, kurz, bitte. schepperst du dir jetzt auch mehr Vitamin D? Und wirst du das nochmal nachbestimmen lassen? Also, nö, es wurde gesagt, weiterhin 15.000 Okay. wöchentlich nehmen. Ich habe überlegt, ob ich mir einfach nochmal 5 mehr gönne. Einfach mal Ja, gucken würde jetzt ich. Also erstmal. Also, was juckt gerade, mich, ne? wenn du jetzt schon drunter bist, Ja, eben. ich glaube, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Vitamin D-Meister, aber ich glaube auch gerade so der Referenzbereich, dass der auch so ein bisschen, dass man da auch gerne im oberen Referenzbereich sein darf. Ja, genau. Also bis in die Sommermonate soll ich das Zeug jetzt nehmen. Ich muss sagen, ich selber habe, ich war nicht beim Arzt, also ich habe keine Besprechung gehabt oder so, weil, ja, weiß nicht, die meinten halt zu mir, ja, wenn was ist, dann rufen wir sie an. Ja, okay. Okay, danke. Haben aber nicht angerufen, also dachte ich, alles gut. Meine Mutter hatte aber noch einen Termin und habe gesagt, ja, frag mal, ob du mein Blutbild einfach mitnehmen kannst. So, und dann ja, kam raus, ja, sie wissen ja, dass er Mangel hat. Nö, lol. geil. Ja, und dann dachte ich, ja, okay. Und dann hat meine Mutter mir halt Folsäure mitgebracht, lol. Ja, chillig. Naja, wie auch immer. Und ja, genau, aber ich würde erzählen von einem kleinen Trauma, was ich wieder hatte. Und du Ja. weißt es. Das war kein Supinationstrauma, meinst du? Es war kein Supinationstrauma, es war ein Sphinkter. Trauma gefühlt. Nein, also ich habe keine Sphinkterschwäche, meine Leute, meine Freunde, aber Nicht so wie, ach, egal. Meine Story erzähle ich jetzt nicht nochmal, also wo die Töne angehen. lange Läufe habe ich kein Problem mit, ne? Ich bin, mein längster Lauf waren ja jetzt 2 Stunden 45 am Stück. Außer die letzte halbe Stunde, wo ich ordentlich eingekracht bin, lief sehr gut, ne? Also wirklich, war geil, hat Spaß gemacht so. Und dann habe ich immer 2 Tage später wieder Intervallläufe. 15 Minuten locker laufen, 2,5 Kilometer. Dann hast du einen Kilometer schnell, 3 Minuten Gehpause, Kilometer schnell, 3 Minuten Gehpause und so weiter. Machst du 6 Mal, wieder 15 Minuten. Also du kommst auf 10 bis 12, 13 Kilometer trotzdem an dem Tag laufen. Also eigentlich geil. Das macht tatsächlich Spaß, diese Abwechslung mal zu haben. Das Problem ist, was mir aufgefallen ist, obwohl ich an diesem Tag schon öfter auf der Toilette war, ist dieses schnell aufhören, schnell aufhören. Ich weiß nicht wieso oder ob. Aber es regt meine Darmtätigkeit der Vergeltungs wegen an, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich musste, ungelogen, weil ich ja das Problem kannte, ich hatte es schon mal in Magdeburg damals beim Laufen, ich musste mein Training abbrechen und nach Hause gehen. Es ging Okay, nicht. Es ging also nicht. Ich hätte dir in den Park gekackt. Ich ich muss wollte es gerade so sagen, du sagen. musstest jetzt nicht irgendwo in den Wald scheißen. Nein, nein. Aber ich habe ja auch nicht überall feuchtes Klopapier mit dabei. Ich bin mir Ja. jetzt nicht sicher, ob sie möchte, dass du das erzählst, aber Oh. ist ja Haben wir. scheißegal. Ist jetzt. Ja, Ich kann es auch rauspiepen zur Not, aber. vielleicht piepst du es lieber raus. Piepst mal Ja, lieber raus. zumindest den Namen. Aber ja, genau den Namen, ne? Aber Ja. hier Dingen, sag mal. Denk mal bitte auch dieses Mal dran. Ja, diesmal denke ich dran. Also auch auf beiden Plattformen. ja, genau, auf beiden Plattformen. Genau.
Nee, so viel dazu. Aber ansonsten Marathon, heute stünde ein dreistündiger Lauf an. Drei Stunden heute? Heute wären 3 Stunden. Ich Boah. bin ganz ehrlich, ich habe solche Schmerzen. Also das sind auch keine Muskelschmerzen. Das ist, glaube ich, so gefühlt kurz einfach vor Ermüdungsbruch gefühlt. Also ich mache heute noch einen Tag Pause und dann mache ich ihn halt morgen. Scheiß drauf. Also es ist ja dann auch egal. Ja, genau. Krass, Deswegen. also so richtig schön Tibia-Kantenschmerz. Ja, nee, das ist ein anderer Schmerz. Also das ist ein Schmerz, der mich ein bisschen beunruhigt gerade. Also wirklich so, hätte ich nur, ich sag mal, hätte ich nur ein bisschen mit dem Tibia-Kantenschmerz, wenn ich den ganzen weiter gelaufen. Also das ist wahrscheinlich auch nicht Ja. schlau, aber ich sag mal, ne, mit dem Schmerz heute hätte ich einen kurzen Lauf, wäre ich heute trotzdem gelaufen. Aber 3 Stunden dann diese Dauerbelastung, da mache ich lieber noch einen Tag Pause und guck mal, was morgen geht. Und ja, ich komme trotzdem auf mein Wochenpensum momentan auf 50 Kilometer meistens. Also jetzt ohne den langen Lauf natürlich weniger, dann sind es dann 30, 40 oder so. Aber ja, ich bin gespannt, wenn ich den morgen laufe, je nachdem, wie müde ich bin, nach dem Super Bowl, mal schauen, sind es dann ja, einige Kilometer wieder zu machen. Aber es macht Spaß, es macht schon Bock. Ja. Ich hoffe, es haut dich echt nicht weg. So, ich hoffe, das haut dich nicht aus den Latschen. Es ist die Irgendwann. limitierende Komponente. Es ist der einzige Grund, warum ich es, glaube ich, nicht schaffen könnte. Also muss ich sagen. Weil die Motivation ist da, nur der Schmerz ist. Ja, ey, du, ich sag mal, man kennt ja Leute, die dann auch einen Ermüdungsbruch hatten. Ja, kennt man. Pass auf, ich habe Anna Sophie geschrieben, weil ich dachte, weißt du was, vielleicht sie als Profi, ne, muss man ja wirklich, also wirklich sagen, Profi für mich, hat die vielleicht ein paar Tipps, ne, wie ich am besten an dieses Training rangehe. Ich hatte ihr von einiger Zeit geschrieben, sie hat erst jetzt geschafft zu antworten, ist ja kein Ding. Das Geilste ist halt einfach so, sie sagte, weil ich hatte sie so gefragt, ob sie irgendwie eine Mobility-Routine hat oder sowas, irgendwas, ne? Ja, könnte ja sein, ne? Und dann sagt sie, nein, ich habe da keine oder nur wenig Tipps. Aber muskulär ist es auf jeden Fall super wichtig, die Länge und Intensität der Läufe nur langsam zu steigern. So. In meiner ersten Woche meines Trainings bin ich einen Halbmarathon gelaufen, ohne Training vorher. Ja, es war schon heftig. Ja, Also langsam rangetastet. ja, ich habe mich sehr langsam rangetastet. Ja, ich bin gespannt. Nee, ich finde es immer wieder witzig. Nun gut. Sie hat sich jetzt, das habe ich irgendwie gesehen, hat sich jetzt aber auch irgendwie verletzt, ne? Ich Oh, weiß das nicht habe ich genau, nicht was sie hat, gesehen. aber sie kann jetzt auch irgendwie ein paar Monate nicht laufen. Oh, scheiße. Ja, das tut Das mir für sie ist. echt leid, so. Ja. Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Geschichte da, mit deinem Knie doch? Du bist doch jetzt auch bei der Physio, oder Ja, nicht? ich bin bei der Physio, Hast du eine genau. gefunden, die dementsprechend auch arbeitet, oder ist das wieder ein. Ja, also ich, ey, also Kuss geht raus an Johannes, also ein Zuhörer von uns, der uns geschrieben Geil. hat, dessen, das war mir gar nicht so bewusst, der meinte einfach, der hat mir so eine Physiotherapie, hat er mir empfohlen und meinte, yo, die sind ganz gut, die sind auch so ein bisschen auf Sportler spezialisiert, geh da mal hin, habe ich mich da gemeldet und dann ging das auch überraschend schnell, dass ich da einen Termin bekommen habe. So, was ja bei Physios eigentlich nicht so häufig passiert. Und ich hatte direkt da meine 6 Termine, direkt Termine dafür. Ja. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es damit jetzt zusammenhängt, aber offensichtlich von diesem Johannes, die Freundin arbeitet da in diesem, Ah, das war ja, mir so nicht so ein Ding klar. ist das. Das war Ja, mir nicht so so ein Ding klar. ist das also. Aha, ja. Ja, aber das war, also finde ich sehr cool. Also es hat, Ja, also geil. Kuss geht raus an Johannes. Ich bin da wirklich, wirklich ganz zufrieden. Ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Also bei mir ist so ein bisschen, was wir jetzt in der Physiotherapie angehen, also da gibt es schon Dinge, die wir angehen können, wo ich hoffe, dass es hilft. Es klingt logisch. Und zwar meinte die Physiotherapeutin, und ich habe es selbst auch gesehen, weil sie hat meinen Gang gefilmt, wie ich Treppen hochgehe, hat sie gefilmt und meine Knie gefilmt, sie haben uns vor den Spiegel gestellt. Und Das gefällt dir mit Sicherheit? mich vor den Spiegel zu stellen? Ja, die Schenkel mal angucken. Ich jetzt oder? Ja, also von dir. Nee, Aus ach Spaß, Gott, so ein ja. Spaß. Bisschen geflext habe ich natürlich, klar. Meine ich ja. Mal eine Ja. kurze andere Frage. Du wirst aber nicht von der Freundin von Johannes behandelt, oder? Nein, 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 nein. So, das wäre ja so geil Das wäre, einfach. nee, das wäre schon ein bisschen komisch. Nein, nein, nein. Kommt plötzlich so Johannes rein. Ja, moin Lukas, ne? Klemm und Tupfer. Ah, okay, Ja, das wäre dann. das war halt auch ein bisschen witzig, weil meine Physiotherapeutin meinte so, ja, du kennst ja auch Johannes, so die Freundin von Maria. Und so. Ich dachte so, ja, also nicht direkt so, nicht persönlich kennen wir uns jetzt. So, da bin ich so richtig in Erklärungsnot gekommen. Ich wusste jetzt nicht, okay, Oh was sage mein ich denn jetzt? Gott. Ich habe es aber dann erzählt. Hast du erzählt? Ja, ich habe es erzählt. Oh mein Gott, und was hat sie gesagt? Ah, die hat es gefeiert, die findet es cool. Ja, okay, krass. Ja, die ist auch so unser Alter. Ich glaube, ich würde sogar sagen, die ist ein bisschen jünger als ich. Ach so, ja, na dann. Ja, dann Auf ist ganz alles gut. entspannter Basis. Nein, auf jeden Fall haben wir halt geguckt, so wie, wenn ich stehe, wie steht mein Knie und mein Fuß und so. Und ich bin mit dem rechten Knie, was halt, oder mit dem rechten Bein, was halt, das ist was schmerzt, bin ich so ein bisschen nach außen rotiert.
Und jetzt die Theorie, die wir jetzt quasi aufgestellt haben, ist, dass ich nach der OP damals eine Schonhaltung eingenommen habe, Das und könnte mir was. ein Gangbild angewöhnt habe, weil ich jetzt auch nicht die geilste Physiotherapie danach hatte, muss man einfach sagen, dass ich mir quasi einen Schongang angeeignet habe. Und wenn ich jetzt repetitive Belastungen habe, wie das Laufen, dass es dann einfach zu Schmerzen kommt. Weil wenn ich, also auch das hat man wirklich krass gesehen. Also als sie hat mich halt gefilmt, als ich dann so eine Treppenstufe hochgegangen bin, zum einen drehe ich mich aus der Hüfte irgendwie so ein bisschen komisch und Okay. mein Knie fällt auch so, ja, was heißt fällt ein? Das sind ganz minimale kleine Bewegungen. So, das ist gar nicht dramatisch, so, das wird einem vielleicht so gar nicht auffallen. Aber wenn man halt drauf achtet, denkt man sich wirklich immer so, okay, warum stelle ich denn meinen Fuß irgendwie immer so ein bisschen schräg? So, das mache ich mit dem Krass. linken Bein nicht, aber mit dem rechten mache ich es schon. Und wir arbeiten jetzt halt daran, dass ich das quasi korrigiere, dass ich wieder ein anderes Gangbild und ein anderes Bewegungsmuster wieder aneigne und dann hoffentlich die Schmerzen halt rausbekomme. Deswegen ist Physiotherapie eine komplette Ausbildung oder Studium oder wie auch immer, ne? Ich meine, man würde immer denken, als jemand, der sehr sportbegeistert und ich sag mal, seinen Körper auch mehr Aufmerksamkeit widmet. Also jetzt, ihr versteht, wie ich das meine jetzt bei Lukas einfach, er macht ja viel Sport und so weiter und so fort. Und er hat, du hast ein gut, ich meine, über das Training im Gym kriegt man einfach ein gutes Körpergefühl, meine ich damit. Und trotzdem ist es heftig, dass. Ne, das sind Experten und Auf jeden Expertinnen, Fall. die sowas dann halt sehen im Zweifel, ne? Ja, ich hoffe doch, dass es das Problem ist. Geil. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe das auch sehr. Ja, und also ich muss auch sagen, ich habe mir dabei so ein bisschen gedacht, erstmal ist das auch so ein bisschen die Sportmedizin, die ich mir vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle vorgestellt habe, wie das man das halt auch als in der Orthopädie halt vielleicht lernen würde. Musst du doch Aber Physiotherapeut werden. ja. Nein, aber ich finde es krass, weil das können viele Ärztinnen und Ärzte können das nicht, so auch wenn es Nein, ganz Orthopäden sicher sind. nicht. Ganz sicher Und nicht, ja. das finde ich schade. Ja, definitiv. Aber ich sag mal so, um das herauszufinden, hätte ein Orthopäde dich aber vielleicht auch mal angucken müssen und dich Das vielleicht auch stimmt. mal gehen lassen müssen, ne? Oder was auch immer. Also nur Keine um das mal Diagnose durch so. die Hose, sagt man ja eigentlich. Eigentlich, aber leider Nicht immer die Realität. Wird gerade dann in doch der eher an Bildern Praxis. befunden. Ja, ganz genau. Gut, aber dann bin ich sehr gespannt, dann sind wir ja wieder up to date und ich würde eigentlich sagen, Lukas, würde ich mich über einen Medifact freuen. Dann kriegst du jetzt genau diesen Medifact. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorhinein Oh für nein. meinen Medefekt. Oh nein. Nicht entschuldigen, das ist nicht dramatisch. Das ist ein bisschen, ich bin nicht drum herum gekommen. Weißt du, ich bin drauf gestoßen und ich dachte so, kann ich den machen, den Medefekt? Ja oder Oh. nein? Aber ich fand es witzig. Ich fand es cool. So, nee, cool nicht, aber witzig fand ich es. Deswegen dachte ich, nee, komm, der wird Justin sehr gut gefallen. Ich Ich krieg stelle dir nämlich Angst. heute, ich stell dir heute einen Mann vor. Ja, muss den Namen hier so ein bisschen und ein bisschen seinen Lebenslauf. Ja, ich muss das hier so ein bisschen nebenbei so ein bisschen ablesen, weil auswendig gelernt habe ich diesen Lebenslauf jetzt nicht. Das Das finde ich aber ist. schade, ne? Also ich werde mir ein bisschen mehr Vorbereitung auf diese Folge vor. Das tut mir leid, ich hoffe, das konnte mir verzeihen. Ich Ja, habe kann ich auch ein jetzt. Gönnergy für heute Abend besorgt, also vielleicht. Aber welchen hast du mir besorgt? Ich habe wieder die gleichen Sorten wie beim letzten Mal, du kannst dir aussuchen, welchen du haben Muss möchtest. den Tropical nehmen. Der Cheesecake, ich habe ihn probiert. War nicht so geil? Das Ding ist, der schmeckt okay, aber er riecht nicht so gut. Und ich Ja gut, finde, das wenn stört du. mich ja nicht. Ich will ja eh nichts. Also er ist okay, aber ich kann nicht so viel davon trinken. Aber weißt du, wenn du etwas trinkst und du riechst vorher, dass es irgendwie unangenehm riecht für dich, dann kannst du auch nicht mehr so gut schmecken so. Ja, Ja gut. das kann ich Warum eigentlich verstehen. Gönnergy? Wie kommst du mal auf so einen Scheiß? Sind die nicht mega teuer? Ey, der kostet genauso viel wie ein Monster. Ach echt? Ja, ich muss Ja. sagen, aber ist dir das nicht unangenehm, mit dem Zeugs an die Ich Kasse zu fand's gehen? witzig. Ich fand's irgendwie Ja, ist witzig. das auch, aber ich Und finde. ganz ehrlich, wenn du da bei Rewe an die Kasse gehst, dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, so eine 50-jährige Familienmutti. Die weiß doch nicht, was ein Gönnergy ist. So, oder? Nur Junge, Digga. Okay, komm mal, erzähl weiter. Tut mir leid, ich wollte dich Nee. nicht Ey, von. das war, oh Gott, das muss ich dir noch erzählen. Zu der Story, das war richtig unangenehm. Ich war tatsächlich gar nicht so an der Kasse, sondern ich war in diesen Self-Scan-Dingern, weißt du? Ja, Wo ja, da halt selber. ja. Und dann bin ich raus und dann läuft mir so ein Security-Typ hinterher und tippt mich an und meint, hast du da nicht vergessen, was gerade zu bezahlen? Und ich gucke den so an, ich sag so, nee, habe ich nicht so. Also der hatte einfach gedacht, ich habe das geklaut. Lol, hast So, du ihm dann gezeigt? ich habe ihm das, ich hab mir den Kassenzettel gezeigt, aber Ja, sei eigentlich froh, schmeiße ich dass du das ihn Ding halt so, mitgenommen hast. genau, ich schmeiße den halt eigentlich sofort weg,
Ja. So, und dann habe ich den aber noch zum Glück in der Hand gehabt. Dann habe ich ihm das gezeigt. Da hat er sich auch voll entschuldigt. Meinte, oh, sorry, so habe ich über, ne, dies, das. Okay, das war mir richtig unangenehm erst. Was mich jetzt Aber. mal interessieren würde, das weiß ich gar nicht. Oh Mann, wir schweifen zu sehr ab. Ne, nur ganz kurz. Wenn du jetzt den Kassenzettel weggeschmissen hättest, könnte man an den Produkten, die du gekauft hast, nicht trotzdem sehen, dass die irgendwie weggescannt oder aus dem Sortiment oder so gestrichen sind? Das Habe würde ich mich mich mal auch interessieren. gefragt. Habe ich mich auch gefragt, was man dann machen würde. Ob ich dann Können irgendwie in wir. den Hinterraum komme und dann verkloppt werde oder was? Ist keine Ahnung. Ja, mich Oder würde was dann einfach passiert, ob ich das dann genau. einfach oder ob die dann sagen, du kaufst das Ding jetzt nochmal? Ja, genau, mich würde einfach interessieren, aber ob die auch ohne Zettel abscannen können und gucken können, ob das gekauft wurde. Weil wenn du dann sehen kannst, es wurde vor einer Minute gekauft, ist ja klar, dass du das warst. Wenn es Ja. Leute gibt, die das wissen, entweder weil sie da arbeiten oder jemanden kennen, der dort arbeitet, bitte schreiben. Okay, so Lukas, jetzt aber dein Medifact ein Mann. Ja, Michael Levitt aus Südafrika, Nein, das macht mir ursprünglich Angst. aber US-amerikanischer Herkunft und britischer und keine Ahnung, irgendwie auch noch, ist alles völlig egal. Wollte gerade sagen, ist eigentlich nicht relevant, ja, Es ist verstehe. völlig irrelevant. Ist ein sehr, also bekannter Forscher, keine Ahnung, ich kannte ihn jetzt nicht, aber ich sag mal, sein Lebenslauf ist schon beachtlich. Ja? Hat Physik studiert am King's College in London, hat man ja schon mal gehört. Ich habe es zumindest schon mal gehört. In Ich auch. Cambridge hat er dann in Biophysik promoviert. Ist für sein Postdoc, okay, das kennt man nicht, dann auf jeden Fall ist er danach Was zurück ein nach, Loser, ne Spaß. ist zurück nach Cambridge, ja, wo er, Ja. da wo er vorher promoviert hat, war er dann da halt quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter, beziehungsweise hat er als Wissenschaftler gearbeitet und war dann auch Gastwissenschaftler bei Francis Crick, den man ja kennt, ne? Hast du ja eine Francis Crick. kleine Cross-Promo zu deinem Medi-Fact, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, wo man auch da so, was, wie war der nochmal? Hier, Watson und Crick, dass die auch so Ja, da ging es um bisschen die rumgescammt DNA. haben? Ja, das sind, ja, das Game jetzt nicht, aber da gibt es Leider. halt mehrere ja, Intrigen, würde ich sagen. So ein bisschen so GZSZ der vergangenen Zeit in der Wissenschaft, so, ne? Ja, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ey, die Ah, haben ja, sich auch gegenseitig. wieder. Bitte? Ja, jetzt auch Nee, 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 wieder. nee, nee, der Achso. hat da nichts gerickt. Nee, 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 der hat da nichts. Er war alles, war ein braver, netter Kerl. Aber er hat halt mit denen zusammengearbeitet. Nur so, um mal Ah, einzuordnen, okay. was das so für ein Wissenschaftler ist, mit welchen Leuten der sich auch befasst. Also ein intelligenter Typ, schätze ich jetzt mal. Danach war er dann noch weiter, ist jetzt Gastprofessor gewesen an ganz vielen unterschiedlichsten Unis, unter anderem in Paris und so. Jetzt würde man ja denken, so, das ist so ein Physiker, Chemiker, Biophysiker, dass er sich ja mit krassen Dingen beschäftigt. Aber weißt du, woran er auch geforscht hat? Justin, du wirst nicht drauf kommen. Du bist ja schon bei Kaki so ein bisschen gewesen. Er hat sich mit der Zusammensetzung von Fürzen auseinandergesetzt. Warum stinkt denn so ein Furz? Ja, da frage ich mich so ein intelligenter Mann, warum setzt er sich damit auseinander? Aber ich fand es witzig und habe Ich finde dann, es auch witzig, ja. weißt du, woraus so ein Furz besteht? Aus welchen Bestandteilen? Ja, aus verschiedenen Gasen. Genau, also es ist Ja. Methan-Thiol, Ich wollte gerade sagen, so. Methan kenne ich von den Kühen. Ich weiß nicht, ob das bei uns Männern, ja moin, bei uns Männern, also Pfütze von Frauen stinken ja nicht, deswegen ist die Zusammensetzung da ja unterschiedlich. Das ist mein Medi-Fact nämlich, Justin. Du, Nein, ich wirklich weiß, jetzt? ich, jetzt pass mal auf, jetzt pass mal Oh auf. mein Ich Gott, weiß ich wollte nicht, einen Joke machen. ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ja? Ich erzähle jetzt die private Story dahinter nicht aus Schutz von bestimmten Oh, Personen, ich weiß, ja? um welche es geht. Ist es die Autostory? Ja, es gibt da ja zwei. Jo, sowohl von der Ja, einen als auch genau, von der genau, anderen. genau, Ja, genau, aber es genau. geht um diese Stories, ne? Es geht um Ja, diese Stories. ja, okay, verstehe. Und ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, ne? Oh Gott. Aber Jetzt weiß ich, was meinst du, weißt du, wie ich ich anfangen bin jetzt kann? einfach mal so, ich bin jetzt einfach mal so eklig und denke jetzt einfach mal so in zwei Geschlechtern und sag, Frauenfürze stinken mehr als Männerfürze. Oh mein Gott, ich wusste, dass du das sagen Und wolltest. warum ist das so? Ich habe das gegoogelt und Michael Levitt hat uns die Lösung genannt. Es gab Geruchstester, ja, Ja. die auch gesagt haben, also einfach, also die machen das beruflich, ja, die riechen wirklich Aber wer waren beruflich. diese Geruchstester? Waren da Frauen und Männer dabei? Das kann ich dir nicht sagen. Das wäre eigentlich mal interessant. Sorry, dass ich unterbreche, aber vielleicht würde, also registrieren auch, ne? Okay, nee, komm, scheiß drauf. Erzähl erst mal weiter. Ich glaube jetzt aber auch, dass das eher dann verblindet war, weißt du, dass die jetzt Ja, nicht einen. verstehe. Also gut, ich Deswegen weiß jetzt eh nicht, Pusten so. wie das abgelaufen ist, diese Hat Testung, ja, aber den das jemand kann ins ich dir jetzt nicht Gesicht sagen. ge Ist auch Man hat irgendwo aus nicht den gelacht, 80er wenn ihm Jahren. ins Gesicht gebläht hat, ne? Weißt du, Ja. entweder was eine Frau oder Mann, so, ja, verstehe. Ja. Auf jeden Fall wurde es auch, also wurde es dann bestätigt, dass die Frauenpupsis ein bisschen doller gestunken haben als die von Männern. Und die Gase wurden untersucht. Es gibt drei Bestandteile aus dem Furz. Ja, das ist einmal das, was ich gerade gesagt habe, das Methan-Thiol.
das Dimethylsulfid und Schwefelwasserstoff. Schwefelwasserstoff ist das, was so diesen richtig schönen faulen Eiergeruch macht, ja. Und die Konzentration bei Frauenfürzen war um 200% höher Was? an Schwefelwasserstoff als bei Männern. Und das ist der Grund, warum das so richtig schön nach faulen Eiern riecht, Mädels. Also von wegen Blumenwiese hier und so, ne? Ja. Oh mein Gott, also ich bin, also Lukas, ohne Scheiß, Banger, Medi Fact, sag ich dir ganz ehrlich. Also mich holt's ab. Ich hoffe nur, dass wir jetzt danach noch unseren Podcast weiterführen Ja, dürfen. das hab ich auch gedacht. Ich hoffe, wir dürfen hier noch Nein, weiterreden. also nur um mal ganz kurz mal klarzustellen, ne? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt und ein bisschen lustig gemacht, ne? Aber mit hier Geschlechter, ne? Also ne? Mann, Frau und was auch, wir sind da wirklich super offene Menschen, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Für den Medi-Fact hat Lukas jetzt Mann und Frau gesagt, alles andere ist natürlich akzeptiert und sollte genauso, ne? Ihr versteht schon, gut. Man muss es ja immer wieder, also wir wollen es dazu natürlich immer wieder sagen. Ihr wisst, wie wir sind offene Boys. So. Genau. Gut. Ja, Lukas, Banger Medi-Fact, aber wie gesagt, das stelle ich mir trotzdem gerade sehr interessant vor, ob die halt, also wie konserviert man so einen Furz, ne? Also das wäre mal meine Frage. Furzt man da in ein Gefäß oder in so einem Vakuum-Ding oder so? Oder wird dann halt erstmal ordentlich gesnackt und dann wird angesetzt oder so, während die Ja, Person daneben sitzt? Wie genau, vor allem, du wird kannst das? es ja auch nicht steuern. Ne, du Ja, kannst ja auch nicht eben. sagen, so, jo, ich gehe jetzt mal da zu der Testung und ich furze da mal irgendwo hin. Sondern du musst Ja. dann wartest du halt die Zeit, bis du dann mal bis du mal einen Pupsi ablassen musst. Naja, und ich würde mir jetzt halt auch vorstellen, dass es auch unfassbar viele Störvariablen gibt, ne? Oder zumindest Klar. Einflussvariablen, je nachdem, was du gegessen hast und so weiter und so Total. fort, ne? Bei mir ist das auch übel krass, wenn ich, vor allem wenn ich Nutella gegessen habe. Das Nutella. ist, wenn wirklich danach, ich esse einen Nutella-Toast. Und danach wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, 15 Minuten, 30 Minuten später, die Gase kommen. Ja, also ich weiß, bei dir war es halt auch immer, je nachdem, was du gegessen hast, was war es denn damals in der Wohnung immer, war das der Quark, den hast du ja immer gegessen. Nee, es gab irgendeine Sache, wenn du die gegessen hast, dann hast du danach auch so losgelegt. Ja, das Und stimmt. dann, oh, die Autostories, ne? Boah, Die scheiße. kann ich hier aber nicht erzählen. Nein, die kannst du natürlich nicht erzählen, Personenschutz. selbstverständlich nicht. Das ist wirklich Personenschutz, das wäre auch unehrenvoll. Aber du selber hast mir ja auch schon ordentlich ins Auto gebrödelt. Weißt Ja, du es nur gut, das klar. eine Mal? Ja, ich weiß, es ganz häufig war das. Mann, Ich aber konnte nur das ist leider die ja. Fenster nicht verriegeln. Aber das ist ja wirklich krass so. Und jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen, wenn man ein Denker ist und fragen, hat das den Einfluss gehabt, warum es eher vermessen ist, wenn Frauen in der, also so in der Zweisamkeit oder wie auch immer, blähen oder nicht? Weil ich, sei mal ganz ehrlich, deine Freundin wird doch versuchen, nicht vor dir zu blähen. Oder haut die mittlerweile raus, ohne Ende. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel Ja, Personenschutz. okay, pass auf, aber dann, okay, dann lass mich das Also allgemeiner mir fällt es nicht fassen. auf, sagen wir es so. Ja, lass mich das allgemeiner fassen. Mein Eindruck, das kann ich nicht bestätigen, ist aber so, oder mein Take ist, dass wenn du mit einer Person in eine Beziehung gehst, ist es in der Regel eher so, dass die Arschritze vom Typen zuerst entspannt wird und dann halt von der Frau. Also Ja. er fängt wesentlich früher an zu blähen als sie, Ja, in der Regel, in der er Regel. eröffnet das Konzert. Ja, so. In der Regel. In der Er Regel macht ist den das noch so. Dirigenten. Er macht den Dirigenten, oder? So. Ja. Und da wäre halt meine Frage, ist das darauf zurückzuführen, dass sozusagen Beinglas. Das glaube ich nicht, nee. Nein, glaubst du nicht? Nee, nee, nee. Weiß nicht, Ich glaube weil. das nicht, dass das mit dem Geruch zu tun hat. Oder glaubst du einfach, dass Typen halt insgesamt halt einfach drauf scheißen? Ja, und mit Sicherheit hat das auch, also hat das schon noch einen gesellschaftlichen Ursprung. Ja, das So, meine ich ja das. damit, aber vielleicht war das ja damals so, dass es hieß irgendwie, weißt du, ja, die Gase der Frau haben einen extremeren Geruch, bla bla bla, weißt du, sowas dann auf denen und deswegen war es eher vermessen, dass die das machen. So meine ich, ob das halt bis heute den Einfluss hat oder ob das wieder jetzt an den Haaren herbeigezogene Theorien sind, was Ich ich glaube. glaube, dass es einfach generell daran liegt, dass Frauen gesellschaftlich gesehen vielleicht Dinge nicht ma machen durften, sollten, Ja, wie auch ja, immer, dass ja. es verpönt war, überhaupt was zu tun, was in irgendeiner Form riechen oder unangenehm Ja, riechen könnte. sehr, sehr wahrscheinlich, ne? Ja, also mir persönlich, ganz ehrlich, ich denke mir so, ey, komm, alle sollen, also Lass jetzt los. vielleicht nicht alle draußen jetzt so und dann jetzt nicht alle in der Bahn Nein. rumfurzen, aber so, wenn man sich halt gut kennt, Partnerschaft hat, so, ey, was raus muss raus, das ist doch auch ungesund, das tut doch weh und das ist Das doch, denke da fühlt ich man sich mir auch nicht so. wohl.
Vor allem, ich denke mir immer so, womit hätte ich denn das Recht, alles rauszuknallen, aber zu erwarten, dass man gegenüber das nicht tut? Also Ja, das ergibt ja eben. gar keinen Sinn. Ja, Also ich meine, bei sehe ich uns gab es genauso. damals auch ordentliche Trommelkonzerte, so in der Regel, oder Ey, nicht? ich glaub, jetzt langsam ist mal wieder hier für heute genug. Ja, okay, gut, Lukas, Pupikaki. dann, ja, dann lass mich doch aber was weiteres erzählen, was wirklich richtig scheiße ist. Und zwar Leute, die glauben, sie könnten Krebs mit Therapie, wie Gesprächstherapie heilen oder so. Ja. Ich habe eine Dokumentation gesehen, Lukas. Aha. Jetzt muss ich noch einmal gucken, wie die heißt, ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Es war ein Stern-TV-Spezial, tödliche Heilungsversprechen. Ich muss ein paar Sachen vorlesen, weil die sind so dämlich, also wirklich so dämlich, dass ich mir die nicht merken kann, diese Begründung, wenn du verstehst. Generell ging es eigentlich darum, dass eine Reporterin, es ist eigentlich immer die gleiche neue Sache, ne? Es ist immer wieder das Gleiche. Die Leute werden auf Strich und Faden, nach Strich und Faden verarscht, so, ne? Es geht halt einfach darum, dass man sagt, machen Sie keine Chemotherapie, obwohl das natürlich klar verboten ist, da Handlungsempfehlungen so auszusprechen. Wir können sie ganz anders heilen. Und da war eine Reporterin, die hat sich schon sehr lange damit beschäftigt und musste dann sich quasi verkleiden, damit sie von diesen ganzen Schwurblern, so wie ich sie jetzt einfach mal nenne, nicht erkannt wird. Und hat denen dann halt auf Kongressen und so gesagt, ja, ich habe ein Hodgkin-Lymphom und so, was kann ich da machen? Und da wurden die krankesten Sachen erzählt. Und da wurden Leute, die haben am Ende bis zu 60.000 Euro ausgegeben und sind dann halt natürlich Krank. trotzdem verreckt und so, ne? Ist ja klar. Ja. So. Und dann sind da teilweise so Sachen, da gibt's da ist dann irgendwie so ein Medikament, ne? Und dann sagen die, ich zitiere, wir machen, irgendwie, das Medikament, wo es steht, da machen wir irgendwie so viel Sauerstoff, dass der Tumor einfach bröckelt wie Butter in der Sonne. So, und es hat aber nachweislich halt einfach keine Wirkung oder nur irgendwelche Nebenwirkungen. Aber dann wird immer gesagt, naja, man muss natürlich dazu sagen, das benötigt dann so 14, 15 Behandlungen, ne? Ah, so und so Ja, 400 ja, Euro, ne? Bevor das wirklich wirkt und so. Und man braucht keine Chemo. Teilweise sind da die Unternehmen richtig darauf spezialisiert, die Leute darauf vorzubereiten, dass es aus dem eigenen Umfeld Gegenspruch geben wird. Sagen, das ist ganz normal, dass die anderen Leute da missgünstig sind, beziehungsweise da skeptisch gegenüber sind. Und dann bekommen die Tipps mit an die Hand, ja, um da besser drauf rea zu reagieren und sich davon sozusagen abzuschotten, wenn dir jemand sagt, bist du eigentlich völlig dumm. Und das Ja. ging so weit, dass jemand tatsächlich sich Mantras aufsagen sollte, ich bin keine Mimose und sowas, den ganzen Ja. Tag, und irgendwelche selbstkomponierten Lieder von diesen Schwurblern anhören sollte, weil das den Heilungsprozess heilen würde. Und so haben diese Leute zum Teil dann ihre letzten Wochen, Monate verbracht. Das ist komplett krank. Es Das hat ist ja krank. Sekteneigenschaften. Ja, das ist kriminell. Das ist kriminell. Natürlich. Also ich wollte das hier nochmal sagen. Ich fände das. Es Ich ist frage klar, mich, dass. ob so ist. Ja, also ich sag mal, wir sind ja beide generell auch offen für von mir aus alternative Heilmethoden oder sowas, dass man was anderes ausprobiert. Das alles cool und ich glaube auch, dass sehr viel, was Krankheit angeht und sowas, dass man sehr, sehr, sehr viel über die eigene Einstellung, nicht, dass man dadurch jetzt Krankheiten heilt, aber den Umgang damit vielleicht verbessern kann, bin ich voll von überzeugt und das psychisch wahrscheinlich, also auch einfach einen ganz, ganz, ganz großen Einfluss auf unsere. Ja, auf unseren Körper hat und so, ne? Also ist ja klar, Psychosomatik ist einfach, also absolut Ist ein wichtiger Fakt. Bereich. Und es sei jetzt auch gerade von mir aus, was Rückenschmerzen und so angeht, gibt es ja mittlerweile auch viele Orthopäden und Orthopädinnen, da wird sehr viel geforscht mit Psychosomatikern zusammen, wo man eigentlich immer denkt, das sind ja gefühlt so zwei Fachrichtungen, die sich ja mit Sicherheit gar nicht verstehen werden, weil die Orthopäden und Orthopädinnen, ne, sehen ja nur kaputten Knochen, den machen wir wieder ganz und fertig. Aber da gibt es mittlerweile halt gerade so, was Rückenschmerz angeht, beschäftigen sich da, glaube ich, schon relativ viele Leute mit, dass das halt auch eine psychische Komponente haben kann. Aber da frage ich mich wirklich dann bei den Leuten, was du jetzt gerade erzählst, sind die da tatsächlich selbst von überzeugt oder sind die wirklich einfach moralisch so, fallen mir gar keine Worte ein, da fällt mir gar kein passendes Wort ein, dass man moralisch da so verwerflich handelt, ist denen das bewusst, dass sie einfach Leute abscammen wollen? Ja, So, ich kann also mir das nicht vorstellen. Wie kann man mit der, das ist ja, du spielst ja mit dem. Hoffnung, Angst, alles, was dabei ist. Genau, mit allem, was dieser Mensch hat, Hoffnung, spielst damit einfach und ziehst ihm nochmal das letzte Geld, was er noch hat am Ende seines Lebens, Und im ziehst Zweifel du aus auch der den Tasche. Angehörigen, im Zweifel auch den Angehörigen noch Und damit. das, Also ja. ich bin nach dieser Doku, ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt, ne? Aber nach dieser Doku dachte ich mir, das muss System haben. Also das ist teilweise wirklich krank. Also Ja. das sind Sachen, die sagen den Leuten dann ganz klar, also es gibt klare Gesetze, die verbieten,
gewisse Heilungschancen auszusprechen. So. Und trotzdem tun sie es und sagen, ja, wir dürfen dazu nicht, oder da darf man ja nicht so richtig sagen, aber so 90% würde ich schon sagen. Also die sagen, wir haben Leute aus Hospizen zurückgeholt, wir haben einen kleinen Jungen vom Lebertumor und so befreit und so, ne? Also das ist wirklich ganz krass, geben da Statements wie, jede Zelle im Körper kann ja entarten, aber jede kann auch wieder gesund werden. Und da gibt es sogar einen kranken Typen, der sogar meinte, dass jeder Tumor nur ein seelischer Konflikt sei und hat an Hirn-MRTs und CTs meint, den seelischen Konflikt erkennen zu können, mit dem du gerade kämpfst. Also so Okay. weit geht das. Also das Ja. ist komplett krank. Und die Leute werden also ganz klar kategorisch abgezogen, weil viele Leute sterben ja auch danach. Ne? Also die Leute sterben ja wie am laufenden Band, wenn sie sich dann diese ja, Be Behandlung reingeben, und das wissen die ja auch. Ne? Und Ja. wenn man denen sagt, ja, dann zeigen sie doch mal Studien, ja, gar nichts zeigen die. Dann gibt es ja irgendwie ein Amygdalin B12 oder so hieß das oder so. Da meinte dann auch ein Professor der Onkologie, so, es ist, also er meinte, wenn er das in seiner privaten Praxis, in dieser Dosierung, wie die das da anbieten, verkaufen würde, würde er sich strafrechtlich belangbar machen. Als Arzt. Überleg das mal. Und die Leute kaufen und spritzen das als Infusion teilweise. Die Journalistin da dachte ja so, boah, die hat Eier, ich hätte es nicht gemacht, hat sich vier Spritzen teilweise geben lassen, ohne Krass. genau zu wissen, was da drin ist. Krass. Ja, also komplett krank. Also, da fehlen einem echt die Worte. Also, jetzt so zu diesem Studienthema. Ich denke mir so, am Ende findet man immer irgendwo irgendeine Studie. Ist halt immer die Ja. Frage, wenn du dich halt damit nicht auskennst, Ja. ne, dann glaubst du auch, okay, da gibt es eine Studie zu. So. Naja, gut, wie ist die Studie abgelaufen und sowas? Das ist ja. Also wie gesagt, eine Studie findest du, aber die Qualität von der Studie muss ja nicht gut sein. Nur weil es eine Ja. Studie gibt, kann es auch sein, dass es einfach eine Scheißstudie ist. Ja, So. oder vielleicht sogar ausgedacht. Also könnte mir Oder sogar vorstellen. ausgedacht. Ja, genau. Oder das auch. Ja, das ist irgendwie. Ich Ich habe da ja kenne. auch so ein bisschen meine Erfahrung gemacht, was jetzt, weiß ja, unser Hund war ja ein bisschen, ist immer noch krank so. Und dann hatten wir ja auch einen so Naturheilboy hier. Ich bin da ja auch total offen für, aber es hat sich so auch so durch das Studium. Hat man da wirklich seine Wahrnehmung echt stark so verändert, ne? Und ist da manchen Dingen einfach sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich finde das ein bisschen schade, weil eigentlich möchte ich mir das auch bewahren, für bestimmte alternative Dinge offen zu sein. Aber ist, also ich weiß nicht, wenn dann halt so diese Argumentationsweise kommt, naja, die Pharmaindustrie würde ja kein Geld mehr verdienen, wenn man quasi wüsste, dass man das einfach so easy da und damit behandeln kann, dann mache ich schon mal irgendwie 3 Schritte zurück. So, und denke mir so, boah, weiß ich jetzt nicht. So, es ist, also man kann immer sagen, die Pharmaindustrie, so. Ja, ich Mit glaube, Sicherheit man, ist da ja, auch sorry. vieles auch nicht so geil. Ja, also will ich jetzt Nee, auch nicht klar. sagen. Aber das Argument wird dann irgendwie, die Karte wird gerne mal gezogen. Ich glaube, man muss an der Stelle halt auch nochmal ganz klar differenzieren, auch für die Leute, die zuhören. Es gibt ja einen Unterschied zwischen alternativer Medizin in dem Sinne, also zum Beispiel Naturheilverfahren, die sich wirklich auf eine nachgewiesene Wirkung einer Pflanze oder ähnliches beziehen, und Homöopathie, die nachgewiesen wirkungslos ist. So, Punkt. Keine Diskussion, ist einfach so. Viele Medikamente, die wir auch nutzen oder so, guck dir die ganzen Opioide an mit dem Mohn und was weiß ich da nicht alles, weißt du, mit dem Schlafmohn, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber viele Dinge sind ja aus Pflanzen oder Extrakten oder was auch immer irgendwie hergestellt. Ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber das ist ja das, was du sagst. Offen sein für Dinge, die eine Wirkung haben und nicht sonst so in der Regel benutzt werden, ist eine Sache, aber ja, wahllos irgendwelche Dinge zu vermarkten, die nachgewiesener Weise keinen Nutzen oder sogar eher einen Schaden haben, ist halt eine Katastrophe. Ne? So viel einfach nochmal dazu. Was ich mich halt immer gefragt habe, auch da wieder, und das sind ja eben nicht nur Menschen, sage ich mal, die keinen guten Zugang zur Bildung haben oder so, oder die aus den verschiedensten psychosozial, wollte ich gerade sagen, sozioökonomischen Gründen vielleicht ja, keine Chance hatten, sich so weit fortzubilden, dass sie da einen guten Überblick bekommen. Wie kommen die dazu, sich von sowas einlullen zu lassen oder das wirklich dann ja auch zu machen und zu glauben? Und da muss ja immer diese persönliche Komponente kommen. Und auf der einen Seite war in der Doku vermehrt jemand zu sehen, der dann eben sagte, yo, der hat einen alten Studienfreund, also beziehungsweise meistens waren, das ist ja das Kranke, die Leute, über die berichtet wurde, schon tot. Und die Angehörigen haben über die berichtet, weil es ja logischerweise nichts gebracht hat. Niemand hat das überlebt. Aber diese Leute wurden dann von alten Studienfreunden dazu überredet oder so. Und den Leuten haben sie halt vertraut. Ne? Ja, Und klar. tr
Und trotzdem frage ich mich, die erste Diagnose findet ja immer im Krankenhaus statt. Ja. So dachte ich mir. Das heißt, irgendwo muss ja der Moment kommen, wo du diesen Patienten verlierst Ja. und halt ihn für an die andere Seite, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht nur die Angst vor der Therapie sein, ne? Oder vor Chemo, vor Medikamenten oder sowas. Und dann denke ich, kommt eben dieser Punkt, dass diese Leute aus diesen okay, Natur, das darf ich jetzt nicht falsch sagen, weil das ist, ne, legit, sondern aus dieser Schwurbler-Geschichte, ne, die einem sonst was verkaufen, rede mit einem Krebs oder wir machen hier eine Infusion, dass die einfach besser betreut werden von denen. Die nehmen sich halt sehr viel Zeit für ein Erstgespräch. Die nehmen sich 1, 2 Stunden Zeit. Die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um sich in die persönliche Geschichte dieser Menschen einzuklinken und gleichzeitig gefühlt diesen Parasiten zu setzen. Naja, und die westliche Medizin kann ihnen ja gar nicht helfen, weil ihnen hört ja niemand zu und dies und das und jenes. Ne? Also das ist so meine Vermutung, dass man die Leute verliert, weil man keine persönliche Bindung mehr im Krankenhaus zu Menschen aufbauen kann, um mit deren Vertrauen für die Behandlung zu gewinnen. Wo wir wieder bei einem systemkritischen Punkt unseres Gesundheitssystems sind. Ne? Also Absolut, ja. das ist wahrscheinlich die beste Vorangehensweise gegen diese Kriminellen, so will ich schon sagen. Ne? Ja, also hast du voll recht. Also kriegt man im Klinikalltag leider ständig mit, wie wenig Zeit eigentlich da ist. Habe ich gestern erst ein Reel nochmal zugesehen. Da war, ich weiß nicht, in was für einer Talkshow das war, aber da war es eine junge Assistenzärztin, die genau darüber gesprochen hat, dass der Kontakt zu Patientinnen und Patienten so kurz ist und so gering ist, und dass man eigentlich eher mit bürokratischem und administrativem Kram beschäftigt ist. Aber das geht genau in den Punkt, gebe ich dir recht. Das wirst du ja jetzt auch im PJ wiedersehen, oder nicht? Also auch selber wieder, oder? Ja, Gerade in der Inneren, klar. ne? Total, total. In der Inneren, ich sag mal, da bist du ja eh eher am Computer als Ist es woanders. so? So, Ist es doch gerade so, oder? als Assistentinnen und Assistenten auf jeden Fall. Wenn du dann halt irgendwann, ich sag mal jetzt Oberärztinnen und Oberärzte, klar, die sind dann viel irgendwie in der Funktion und sind da primär beschäftigt und kommen halt vielleicht mal für eine Visite, je nachdem, wo auf einer Station man ist, halt einmal die Woche oder einmal am Tag oder dreimal die Woche, einmal für so eine oberärztliche Visite mit. Aber in der Regel sind sie in der Funktion und machen dann von mir aus ihre, ja, in der Kardio dann irgendwie ihre Koronarangiografie, in der sonst allgemein inneren Gastroskopie, Bronchoskopie und so, und machen das eigentlich den ganzen Tag. Ja, aber gebe ich dir voll recht, so wirklich im Patientenzimmer selbst ist man eher selten. Einmal am Tag halt zur Visite, und die schaut manchmal relativ schnell aus. Je nachdem halt natürlich, wie viele Zimmer man betreut, ne? Ja, genau, also die Visite pro Patient relativ kurz im Zimmer, relativ viel Vorbesprechung vorher, nochmal irgendwie 75 Aktensichten und in der Summe dann ewig lange Visite mit minimalstem Patientenkontakt pro Patient, ne? Also Ja, so ist es. Ja, eigentlich total. Worst Case von so einer Visite, finde ich, so wie Ja, es passieren kann. Also kann ja niemand was für in dem Sinne, aber krass, ne? man merkt halt einfach, wie viel drumherum so ist, ne? Was so an Arbeit drumherum fällt. Es geht einfach auch gar nicht anders. Wie gefällt es dir denn gerade? Also, ja. Gut, also ich kann mich da wirklich nicht. Also ich finde es irgendwie einfach auch ein bisschen witzig, so, weißt du, man macht sich so vorm PJ. Macht man sich irgendwie so eine Platte, oh, und wird stressig und, ne, innere dann gar keinen Bock. Keine Ahnung, alle machen sich ja irgendwie vorher Gedanken, und diejenigen, die noch nicht im PJ sind, denken sich, oh krass, bist im PJ und machst da voll viel und boah, ich habe da voll Angst vor oder Respekt vor dem PJ. Ja. Und am Ende ist es irgendwie alles gar nicht so wild. Aber auch die Dinge, die man macht, sind, ja, man verliert da teilweise halt die Hemmungen vor. Also ich habe Ja. jetzt beispielsweise letztens eine Pleura punktiert Geil. und war sehr geil, aber ich hatte auch keinen Schiss. Nee, ne? So, Hat man nicht mehr, ne? das hat man dann nicht mehr so. Das war irgendwie, wenn ihr es jetzt hört und denkt, boah, krass, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man das sich traut zu machen, ihr macht das einfach in dem Moment. Und das ist auch okay. Und das ist dann auch Weil ja jemand cool. dabei ist, so, ne? Genau. Also ich muss sagen, das war wirklich richtig, richtig genial von der Assistenzärztin, die mich da mitgenommen hat. Ich war eigentlich gar nicht mehr auf der Station. Ich war da die Wochen vorher und bin dann ja jetzt die letzten 2 Wochen auf der Cardio gewesen. Aber sie wusste, dass ich da bin. Dann ist sie extra vorbeigekommen und meinte so, ey Lukas, ich habe jetzt eine Pleurapunktion. Willst du mit rüberkommen und willst du die machen? So. Korrekt. Ja, und dann dachte ich so, ja, also, wenn du jetzt schon extra hier rüberkommst, also was, so, da werde ich doch jetzt einen Teufel tun und Nö, Nein sagen, will ich so, ne? nicht, ne? Ja. So, jetzt ist ja, nee, ist eigentlich, nee, passt schon, War ein muss nicht. großer So. Guss, also war gut Ja, machbar, oder? war schon viel, ja. Wahrscheinlich, ne? Weil ich habe schon auch, also
es kommt ja immer so auf die Skalierung im Sono an, ne? Genau, Und ja. ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, das sieht riesig aus, aber wenn du dann mal richtig einschätzt, dann ist es gar nicht so viel. Ja. Und dann würde ich doch wegen Pneu so ein bisschen Angst haben, aber wenn es ein großer Erguss ist, dann Ja, auf der war schon Stelle, großer dann Angst. ist gar nicht, ja? Lief auch gut, lief auch gut. Und dann haben wir es, also es war wirklich perfekt. Also sie hat sich sterile Handschuhe angezogen Ja, und ja, ich ja. und ne, genau vorbereitet. Sie hat mir genau erklärt, okay, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Ich habe das schon vorher schon mal gesehen. Also ich wusste ungefähr, was ich, also was ist ungefähr, ich weiß schon, was ich machen muss. Aber trotzdem ist dann, wenn du halt dabei bist, bist du manchmal selbst mit dir selbst so ein bisschen beschäftigt und überlegst jetzt gar nicht so krass über den nächsten Schritt nach, sondern dann hat sie einem das gesagt, okay, und jetzt machst du dies und jetzt machst du das. Und es war echt, also hat sie wirklich absolut perfekt gemacht. Das fand ich mega, mega korrekt. Und war schon sehr cool. Und ich hatte gar nicht so Schiss, da jetzt dann irgendwie reinzustechen. Ich Ich war ein finde bisschen auch, zaghaft. ja gut, das kann ich aber auch verstehen. Ich wäre auch lieber zu zaghaft, weil die Lunge wird es auch nicht kaputt hauen. Ne? Ja. Ich habe sogar Muss ich einmal der gesehen, dass Pleurapunktion sie. erklären? Na, eigentlich wird halt einfach die Pleura punktiert, ne? Ja, Also, aber nicht alle wissen, was eine Pleura ist. ja, dann erklär es mal. Nochmal. Naja, gut, okay. Also an sich ist ja auch nicht so. Ja, hast schon recht, an sich ist es nicht so Das schwierig. ist. Also die Lunge ist ja quasi an so einem, sagen wir mal so, an so einem Fell aufgehangen am Brustkorb und dazwischen ist so ganz minimal Flüssigkeit. Wenn sich da aber viel Flüssigkeit ansammelt, dann ist das halt eben, also das ist die Pleura, dieses Fell um die Lunge rum und dazwischen kann sich halt aus welchen Gründen auch immer, kann sich Flüssigkeit ansammeln und dann kann sich die Lunge eben bei der Atmung nicht entfalten und das muss dann punktiert werden. Das heißt, man geht zwischen die Rippen, sticht man quasi dann, man sagt immer in die Lunge, du stichst ja so gesehen nicht in die Lunge, aber du stichst dann da quasi rein und legst dann eine Drainage und dann kann diese Flüssigkeit eben ablaufen. Ja, der Auf Gedanke dahinter, Seldinger-Schmeldinger ja. Basis. Aus Seldinger, Schmeldinger. Ach, da hast du eine richtige Drainage auch gelegt? Ja. Ah, cool. Aber das ist dann nur so eine kleine gewesen dann, ne? Genau, ja, genau, Ja, ja. verstehe. Du musst da trotzdem erstmal so ein bisschen so ein, ich finde, Größeren. relativ dicken Stab, den du einmal Ja, zum ja, ja. Dilatieren so ein bisschen reinschieben Ja, musst. okay. Ich dachte, du hast vielleicht, manchmal punktiert man ja nur diagnostisch quasi, um Ja. sozusagen was abzunehmen. Aber das war jetzt richtig, um auch abzulassen. Es Da war war auch das auch schon eine Menge, ne, oder? therapeutisch, so. Ich meinte diagnostisch. Ja, Manchmal, genau, aber manchmal. manchmal ist es nur diagnostisch, aber manchmal Achso, ist es auch meinst du, genau. therapeutisch, Also, damit du so, meinst ja genau, bei euch war auch ja. therapeutisch, ja, genau. Genau. Und Dementsprechend war es Diagnostik, beides. genau, also vielleicht, auch das vielleicht nochmal erklärt, wenn du da reinstehst, kann man das aus unterschiedlichen Gründen machen. Meistens, je nachdem, wie groß es ist, aus beiden. Also, sagen wir es mal so, entweder aus einem oder aus beiden Gründen. Diagnostisch und therapeutisch. Diagnostisch heißt, ich punktiere rein, ich nehme eine kleine Menge und schicke die ins Labor und gucke, was ist in diesem Punktat drin. Wieso? Man kann dann unterscheiden. Es nennt sich dann Exudat und Transudat. Es hat ein bisschen was damit zu tun, was da wirklich drin ist und wie es dann aussieht. Und je nachdem, was es von beiden ist, kann man dann darauf hinschließen, welche Ursache das hat. Um mal ein kleines Beispiel zu geben, es gibt zum Beispiel Transudate, die können dann zum Beispiel aufgrund von einer Herzinsuffizienz oder anderen Geschichten zusammenkommen. Und dann gibt es Exudate, das kann zum Beispiel im Rahmen von entzündlichen Sachen oder dann eben auch von einem tumorösen Geschehen, ne, wie die Kommilitonin so gerne immer sagte, halt herkommen. So, ne? Und dann ist es halt so, wenn besonders viel, ich nenne es jetzt mal Wasser in der Lunge ist oder Flüssigkeit, muss ja kein Wasser sein, kann in der Theorie nach dem Trauma ja auch mal irgendwie Blut oder was sein, aber ist egal, ich nenne es jetzt Flüssigkeit, dann kann das natürlich dazu führen, dass der Patient oder die Patientin schlechter Luft bekommt. Das heißt, man legt eine Drainage ein, also so einen Schlauch, damit mehr rauskommt, damit man da dauerhaft über einen längeren Zeitraum das alles abtrainiert, damit man wieder besser atmen kann, sich die Lunge besser entfalten kann. Denn theoretisch ist die Lunge ja an dieser Pleura sozusagen damit aufgehängt, wenn man so will. Und da kam bei dieser Person direkt irgendwie ein halber Liter Okay, krass. raus. Okay, da haben wir da schon recht viel drin, oder? Ja. Ja. Aber Ja. geil. Macht doch Und ist auch, glaube Spaß. ich, noch mehr nachgelaufen. Ich meine, dadurch, dass ich auf der Station nicht mehr war, weiß ich nicht, wie viel dann noch nachkam, aber ich glaube, da kam auch noch einiges nach. Ich finde es ungemein hilfreich, wenn die Person, die dir das beibringt, das erste Mal mit steril ist. Ich finde, Total. das gibt ein krass sicher, also ein viel, viel, viel sichereres Gefühl. Ja. Zum Beispiel, als ich meinen ersten, ich habe nur einen ZVK gelegt, Leute, aber als ich diesen ZVK gelegt habe, war er auch steril mit dabei, weil ich wusste, wenn ich jetzt verkacke, dann schnippt er und dann ist er dran und kann das alles sofort richten. Da kann Genau. nichts passieren. So. Das ist was anderes als, ich meine, ne, als wenn er sich dann erstmal steril anziehen muss und so, da geht dann eine halbe Minute, Minute vielleicht verloren oder so. Gut, ich sag Ja, mal, als absoluter und es war Notfall auch. geht er dann nicht steril. Aber du verstehst schon, was ich meine, ja. Ja, genau, aber sagen wir mal so semi-steril. Aber
Es war halt auch, natürlich habe ich das jetzt nicht alles sofort mit erstem Handgriff. Es ist auch einfach manchmal so dieses leichte Korrigieren. Ja, na Weißt du, klar. so, nee, also, weißt du, ich steche dann rein, so, ja, nee, mach mal so und dann machst du, dann, ne, verändert die so ein bisschen deine Handposition und dann geht's halt so und dann machst du es halt. Und das hast, die Erfahrung hast du ja vorher nicht. Und wenn sie jetzt nicht sich sterile Handschuhe mit angezogen hätte, dann hätte sie das auch nicht machen können. Hätte sie es mir irgendwie vielleicht erklärt oder sich dann halt die Handschuhe noch anziehen müssen. Und so war einfach kurz, ja, mach mal so, alles klar und dann Frage besser. zur Plauderpunktion. Zwei Fragen. Also man punktiert ja unter Sichtkontrolle oder Sono halt dann in dem Fall. Ja. Welcher ICR war das jetzt? Weißt du das ungefähr, welche Rippe? Das müsste Könnte ja recht gewesen weit sein, unten so. gewesen sein, oder? Ihr habt Naja. bestimmt, habt ihr, konntet ihr im Sitzen punktieren oder? Ja, im Sitzen. Weil im Liegen ist ja komplett Kacke, es läuft ja alles nach oben, ne? Ja, ne, im Sitzen haben wir das gemacht. Das ging gut. Also hat die Patientin auch super mitgemacht. Das war so, boah, ich würde sagen, so irgendwie 8., 9. 8., 9. ICR war schon recht weit unten. Zweite Frage. Man sagt ja, man soll oberhalb des Rippenrandes oder am oberen Ja. Rippenrand punktieren, weil unterhalb der Rippen Nerven und Gefäße laufen. Ja. Geht das gut oder war das so, dass man sagt, ja, okay, ich pick da jetzt halt rein und hoffe mal, da, also, weißt du, weil ich finde, wenn man den ICR so packt, sag ich mal, je nachdem, wie die Person jetzt halt, ich sag mal, bemantelt ist, gar Ja. nicht so einfach, da irgendwie einen Rand auszumachen, oder? Ja, das stimmt. Bei der Person war das gut ersichtlich, sagen wir es so. Okay, ja, okay. Aber was mir halt auch geholfen hat trotzdem, und ich denke mal, das würde man jetzt auch bei einer Person machen, die vielleicht ein bisschen größeres Polster hat. Ich habe halt erst auf die Rippe gestochen, bewusst, Ach, tatsächlich, und okay. habe mich dann so ein bisschen, weißt du, und habe dann quasi die Nadel so ein bisschen hochgeschoben und dann, weißt du, wie ich meine, Ja, also quasi verstanden. auf die Rippe, ein bisschen hoch und dann merkst du ja, das spürst du halt dann einfach mit der Nadel, Stört das nicht okay, da eigentlich ist kein Knochen. gegeben? Hat die Person nicht gestört. Nee, also was die lokale Betäubung, das war das, was die Person gemerkt hat. Und danach, klar, so ein Druck, ne? Wenn du dann halt, aber Ja, das war klar. dann eher, als ich dann Ja, die krass. Drainage beziehungsweise diesen Dilatator, der schon ein paar Millimeter dick ist, als ich das Ding reingeschoben habe. Das hat die Person schon gemerkt, sodass es so ein Drücken ist, aber nicht die. Nee, das nicht. Ist das dann so eine Pigtail, die man da reinlegt, oder was legt man da rein? Ich weiß das gar nicht, um Nee. ehrlich zu Was sein. ist, nee, das weiß ich jetzt, nee, was, nee, eine Pigtail ist das nicht, das ist eine, boah, wie soll ich denn das jetzt erklären? Also hat die so Oder, eine Ding, also weil irgendwie nee, müsst ihr nee, ja auch ne. garantieren, dass das nach unten geht, oder? Ja gut, die Person liegt ja in der meisten Zeit. Ja gut, dann ist nicht so wichtig. Aber dann kriegst du auch nicht alles trainiert, oder? Wenn die immer Nee, kriegst liegen. du auch nicht alles trainiert. Ich glaube, Okay. du kriegst da auch nicht alles raus, aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so zwangsläufig das Ziel ist, dass jetzt alles rausgeht, Wahrscheinlich aber aber erstmal halt, Entlastung, ne? ja, genau. Ja, Ja, vor allem verstehe. erstmal Entlastung. Ja, geil, Ja. Lukas, ist doch Hammer. Ja, Und das ist das auch war. genau das, was ja, wieder die Moral der Geschichte, ne? Man kann es nicht oft genug sagen. Ich erinnere mich noch, als es genau andersrum war, mit dem Bohren, also als ich was vom Bohren erzählt habe, oder mit dem ZVK, wo man sagt, hey, hast du keine Angst? Und ne, da war schon die Prophezeiung, jetzt nicht von mir, sondern generell, ist ja ein allgemeines Bild. Du wirst es ja irgendwann auch machen, keine Angst haben. So, ne? Ja, das Wobei ich stimmt. ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu erzählen, aber ich scheiße mich jetzt schon ein vom Ja, Arbeitsbeginn. Jetzt schon, ja. ganz ehrlich. Ja, weil dieses Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man das jetzt selber gerade nicht macht, aber dieses Gefühl von nicht mehr PJler zu sein und zu sagen, darüber können wir dann noch genauer sprechen, aber nur kurz von, naja gut, ich sag mal, wenn ich es jetzt nicht auf die Kette kriege, dann bin ich halt in einem Monat wieder weg und dann mache ich halt was anderes oder was auch immer oder dann gebe ich halt ab. Ist halt ein ganz anderes als du bist halt jetzt die Person so. Ne? Auf jeden Fall, also Du hast ich beschäftige. Rückhalt. Es geht mir nicht um Ja. den Notfall, dass was Schlimmes Ja. passiert. Es geht mir um den Anspruch, den du an dich selbst hast. Ich Ja, der finde, der verändert geht, sich. genau, der Druck, den du dir selbst gegenüber machst, ein guter Arzt oder deine Sachen gut zu machen, wird nochmal ein ganz anderer. Damit meine ich nicht, dass man keine Sorgfalt als Student oder Studentin hat, aber es ist etwas anderes zu wissen von, na gut, wenn ich es nicht hinkriege, dann erwartet man nicht, dass ich das jetzt hinkriege. In der Regel. So. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ja. Ah, nee, ich glaube, also ich beschäftige mich aktuell auch irgendwie super viel mit dem Gedanken, dass man ja irgendwann dann Assistenzarzt ist. Ich Ja. kann das, also ich fühle das zu 100%, was du sagst. Bei dir steht's ja, ist es ja ein bisschen näher dran als bei mir. Ja. Ja, ich, ja. Also ich glaube auch, dass man am Anfang wirklich eine harte Zeit auch durchmacht. Das habe ich auch wieder letztens mit meinem Kumpel, der ist jetzt schon im dritten Assistenzarzt, ja.
Es ist so krass. Ich meine, ich sage das ständig, ne? Aber Ja, das der sagst du hat so ständig. eine Entwicklung durchgemacht. Ne? Ich bin da wirklich jedes Mal, wirklich, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit ihm quatsche, wir reden halt leider relativ selten. Aber das heißt, es ist immer sehr viel Zeit vergangen. Ich habe das, denke immer so, boah, krass, der hat schon wieder irgendwie den nächsten Schritt gemacht. So, einfach so vom Kopf her und so, wie er dann erzählt aus dem klinischen Alltag. Letztens war wohl eine Situation, ich denke mal, das kann ich erzählen, weil weiß ja keiner, wo der arbeitet. Die hatten einen Patienten mit einem anticholinergen Syndrom. So, und das war halt so eine krasse Situation, weil du halt damit nicht rechnest, dann auch Ist ja das dann erstmal relativ dann zu selten. erkennen, ist total selten. Und dann das dann halt zu erkennen und das, was dann halt dafür eine, ja, was heißt, er war so unter Strom und so unter Stress, aber trotzdem konnte er diese Situation dann hinterher handeln und so. Aber egal, was er da alles erzählt, war super Das muss interessant. ich überlegen, Physostigmin, oder? Ja, genau. Aber du musst halt erstmal, also das war dann auch wohl so, als man es dann wusste, ging es auch alles relativ schnell, aber halt Ja, aber erstmal man überhaupt muss so, drauf was kommen. ist da los? So, ne? Ja. Das muss wohl extrem gewesen sein, weil nicht ansprechbar gewesen, wollte wohl irgendwie immer aus dem Bett springen, so Ja. und dann aber wieder ins Bett gelegt und gar nichts gemacht. Ja, krass. Der pH-Wert ist wohl komplett abgeschmiert. Ja, Laktatazidose, also ist komplett, also das, so dass er dachte, er hat halt den BGA abgenommen und dachte sich, okay, mache ich nochmal, das kann nicht sein, so, ne? Der kann jetzt hier nicht ein Krass. pH von 7,1 oder 7,2 irgendwie haben. Alter. So, ne? Das Und ist dann wirklich noch, lebensbedrohlich, genau, ja. und dann nochmal eine BGA abgenommen und dann gesehen, Alter, das geht ab, so, das ist jetzt nochmal schlimmer geworden innerhalb dieser kurzen Zeit und dann fängst du halt an zu schwitzen, ne? Da fängst du richtig an zu schwitzen, ja. Aber Ja, da sind aber. ja dann noch relativ schnell Oberärzte Ja, dabei, oder? klar. Oberärzte waren sofort dabei. Ja. Ja, Aber stell das mal ist einfach vor. so Ja, die. klar. Das wird uns jetzt richtig ins Schwitzen bringen, aber er, ich glaube, so diesen klinischen Alltag, so auf Station, den würde er jetzt ziemlich easy managen mittlerweile. Und das ist Das das, ist was uns so, ja, erstmal übel macht er, ins Schwitzen genau. bringt. Macht er halt jetzt erstmal, macht er dann so nebenbei jetzt halt so einen auf den, ne? Genau, ja, genau. Und das ist halt sau interessant. Und wir beide werden jetzt bald erstmal an diesem Anfangspunkt da sein, dass man sich Ja. genau das denkt, was du gerade gesagt hast. Man muss halt erstmal so diese Kleinigkeiten irgendwie für sich hinbekommen und hat so das Ziel, dass man eigentlich bestimmte Dinge souverän können will. Aber wird man erstmal nicht. Und man wird wahrscheinlich häufig, also in dem Team, wo ich jetzt gerade bin, ja wirklich, also die sind da so korrekt alle, Geil. die unterstützen sich auch extrem gut. Das ist, glaube ich, halt auch sehr wichtig, dass wenn du was nicht kannst, Absolut. dass du den Rückhalt hast, auch wenn du im ersten Jahr bist, oder gerade wenn du im ersten Jahr bist, oder wie in der Unfallchirurgie gerne gesagt wurde, PJler im zweiten Jahr, Was irgendwo auch stimmt, aber was ja. irgendwie treffend ist, ja. Ich stelle mir das einfach so krass vor, weißt du, du bist so irgendwie den ersten Tag dann auf Station oder sonst wo und bist dann halt auf einmal verantwortlich so dafür, ne? Und denkst dir, okay, jetzt gehe ich auf Visite oder was mache ich jetzt? So, Ja, weißt also ich weiß genau, also die Sache ist, ich erinnere mich, wir müssen mal Schluss machen aus dem Grund, dass du bald los musst und mein Akku gleich leer ist. Aber ich erinnere mich halt an eine Zeit im PJ, wo ich bei einer Assistenzärztin war, in der Inneren, die war seit 2 Wochen Assistenzärztin. Und ihr Alltag, natürlich ganz anders und ganz anders souverän, aber ihr Alltag sah rein von der Betreuung erstmal genau gleich aus wie bei einem Assistenzarzt im 3. Jahr. Ja. Na, ich dachte, wo ist die Einarbeitungszeit? Also wo ist der Facharzt oder wo ist der andere Assistenzarzt oder so, der ihr Ja. hilft? Da war niemand. Also da wäre nie was passiert. Aber ich meine jetzt einfach, es reicht ja schon, überhaupt da alleine zu sitzen, auch wenn gerade mal nichts passiert. Ja. So, das ist unfassbar. Also das ist wild. Also, aber es war jetzt auch, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht keine schlimme Situation in dem Sinne gewesen. Aber wie schnell das geht, dass du dann halt dann da plötzlich das so. Ja, so ein Must. Aber das ist halt in jedem Fachbereich natürlich auch anders. Nicht, dass ihr jetzt denkt, für die Leute, die sich nicht so im Krankenhaus auskennen, als Assistenzarzt operierst du nicht alleine. Also, Ja, ne, ja, ja. bist du als Assistenzarzt alleine, also Jahre, ne? Also macht euch da mal keinen Kopf, bis dann assistierst du und bist auch eh der Knecht auf der Station. Also, ich kannte in der Chirurgie, glaube ich, ein, zwei Assistenzärzte, die seit 5, 6 Jahren Assistenzärzte waren, die dann viel, also vereinzelte Sachen operiert haben, alleine. Und dann halt aber am Ende natürlich nochmal gegengecheckt wurde vom Oberarzt, ob das okay ist und ob man Ja, so stehen klar. lassen kann. Ja. Genau. Nun gut. Sehr spannend. Also ich kann natürlich noch viel weiteres erzählen, aber das machen Ja, wir dann die gerne. nächsten Wochen. Der Genau. Gesprächsstoff geht uns ja nie aus. Gerne nächste Woche Die weiter. Zirs-Meldungen und sowas, das kommt dann auch an Ach ja, anderer Stelle. stimmt. Oh, wir können So uns hätte dann ich auch noch. Ah, quatschen. das war mir aber auch schon bewusst. Das ist einfach so, weißt du, das hat man so als kleines Goodie, so Ja, okay. immer in der Tasche. Ja, ich dachte, ja, sehr schön.
Ja, so machen wir es so, Lukas. So Und machen wir dann würde ich das. sagen, bis zum nächsten Du, Mal. ja, bis zum nächsten Mal. Und damit schließe ich den Podcast.